So, jetzt ist die allerletzte Übung, bevor wir nachher zum Start rüberkommen. Das heißt, ich werde jetzt ein Handtuch um dich herum schlingen und werde dich festhalten. Die Aufgabe, die es da besteht, ist, dich nach vorne zu reißen mit den Armen, ja, um tatsächlich die Initialzündung eines wirklich guten Starts hinzubekommen. Weil ein Start startet mit einer Armaktion, nicht mit einer Beinaktion. Also, ich bin jetzt hinter dir, stehe ich, halte fest und ziehst du den Arm genau wie du den Start machen willst. Ja. Das heißt, volle Pulle rein, Vollgas. Ja. Und Brille lasse ich oben, denn ich sollte jetzt nicht ins Wasser fallen. Und ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Alles klar. Okay. Sonst jetzt ist es dir viel einfacher fallen, den Start in einer guten Position zu beginnen. Das heißt, wir führen jetzt den Startsprung einmal direkt auf Kommando. Jetzt führen wir ihn aus. Auf Kommando. Ich versuche sie im Flug nach oben zu schauen, um nachher eine große Distanz im Flug hinter dich zu bringen mit einer guten Beinaktion, um dann einen klaren Eintauchpunkt zu haben. Okay, ja, dann schau zu und ich gebe mein Bestes. Okay, Alex. Ja, Leute, ihr habt sie gesehen gerade, ja, Startsprung am Anfang, methodische Übungsreihe, jetzt, ja, so ein halbwegs funktionierender Startsprung von meiner Seite am Ende, aber wir haben das schon oft angesprochen, ja, 10.000 Stunden Regel oder 10.000 Wiederholungsregel, man muss Sachen sehr, sehr oft wiederholen, um sie nahezu perfekt ausführen zu können. Alex, wie oft hast du den Startsprung schon gemacht? Ja, sehr oft, also eineinhalb Jahren habe ich ihn gelernt und seitdem mache ich nur noch den Start. Also schon sehr, sehr oft. Ja, und was ich jetzt gerade in diesem Video gemerkt habe, ja, ja, ich arbeite zum ersten Mal mit dem Dirk zusammen hier. Das sind für mich krass neue Impulse, aber ihr seht das selbst, ihr seht das auch immer wieder in den Medien, der Schwimmsport entwickelt sich weiter, er steht nicht still. Sachen wie Startsprung und Wende werden immer wichtiger. Ja. Kraftfähigkeiten, ja, Kombination Krafttraining, Schwimmtraining. Einfach neue Sachen, die noch so unerforscht, so unentwickelt sind. Und wenn ihr auch Teil dieser Geschichte seid, ja, wenn ihr mal ein bisschen mit sehr erfahrenen Trainern arbeiten wollt, wie den Dirk, dann schaut mal vorbei unter www.schwimmtrainer.de und da bieten wir sehr, sehr viele Seminare, Lehrgänge, ja, mit Swim Performance und Dirk Lange an. Und Dirk, ich bedanke mich für die neuen Impulse. War mir eine Ehre, ja, gut gemacht, hast schnell gelernt. Ja, es freut mich zu hören, aber ich will mich natürlich auch immer verbessern, auch wenn ich selber jetzt gar nicht mehr so aktiv im Wasser bin. Trotzdem, man will immer auch sein Wissen weitergeben und ja, das wollen wir für euch natürlich auch. Ja, danke fürs Mitmachen und bis bald in den nächsten Videos. Ciao, ciao.